das Gefühl, du kannst mir nicht in die Augen gucken. Aber. Hier ist die Nominierung, ich muss das so machen, weil ich so, wow. Dann weiß ich ja jetzt, wie du über mich denkst. Jetzt würde ich sie wählen. Warte mal ab, dann nominiere ich dich eben auch. Tanjas wahres Gesicht. Halt die Klappe! Wenn du aufhörst mit OnlyFans, mir tut es so weh. Und? So langsam fallen die Masken. Bei Tanja stehst du zu mir oder du stehst nicht zu mir. Redest aber mal Rache. Freunde, ich bin ganz kurz vorm Streik und ihr werdet gleich sehen, warum. Willkommen zu Promi Big Brother Tag 15. Einen Tag, bevor wir uns treffen wollten, sagt die so, ich lege mir gerade schon so Outfits raus. Und ich so, ja geil, sag ich, zieh mal an. Das Dekolleté. Die hängen bis, also das war einfach was anderes. So, du bist eine Fake. Du bist so ein Fake? Ja. Yeah. Überall geblockt. 3 Sekunden später, block, 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 block. Doreen wurde überall geblockt. Das kennt sie sonst nur von Plattenfirmen. Und hier sind meine absoluten Dating-Tipps, ja? Du schreibst mit dieser Person nicht länger als 2 Tage. Nach 2 Tagen sagst du sofort FaceTime, ja? Es gibt wirklich Leute, die schreiben so 2, 3 Wochen, 2, 3 Monate und dann werden die enttäuscht. Ihr habt, nicht eure Zeit verschwenden. Zeitverschwendung oder wie Bauer Patrick sagen würde, Momente, in denen er nicht über seine Geilheit nachdenken kann. Nach 2, 3 Monaten enttäuscht sein, das kennt man nicht nur von Tinder, sondern auch von allen The Masked Singer Staffeln. Wenn euch irgendwas Spanisch vorkommt, dann googelt die Person. Ihr müsst da wirklich wie so ein FBI-Experte da an dieser Sache rangehen. Man muss das alles abchecken und ich bin voll die Stalker-Alte. Einfach so mit jemandem zu treffen, Blind Date, das machst du bitte nicht. Das rennen voll die Verrückten rum. Wenn ihr euch mit einem Mann trifft, ja, immer vorher einer Freundin Bescheid sagen oder einem Familienmitglied Bescheid sagen. Aha, okay. Und außerdem sollte man seinen Freundinnen sagen, wo und mit wem man sich da trifft. Ja, so hat nämlich auch Tanja ihren aktuellen Freund kennengelernt. Sie ist einfach 5 Minuten früher zu einem Date ihrer Freundin. Kurz danach hatte ich noch jemanden und dann habe ich auch gesagt, schick mir mal ein Bild oder so. Und dann meinte sie ja ungern, nein, Doreen, stopp. Dann ist die Sache erledigt. Dann machst du oder einfach gar nicht online daten. Ja, ja. Ich habe danach alles gelöscht. Das ist eine gute Sache. Ja. Vorsichtig sein ist wichtig, total. Und im Idealfall passt das dann einfach wie Arsch auf Eimer. Besser bekannt auch als Erik Sindermann auf dem Klo. Für Tanja ist es eine super Sache, getreu ihres Mottos, für immer und ewig, bis dass die Kreditkarte uns scheidet. Ich könnte echt der nächste Sigmund Freud werden. Du bist völlig reif für die Psychiatrie oder was? Aber das ist eine andere Geschichte. Ich wusste gar nicht, dass Tanja so bewandert ist in dem ganzen Dating-Game. Ja, wenn nicht online, dann doch über RTL. Da gibt's ja nur die ganz guten Kerle. Ich brauche eine Frau, die beides kann. Bügeln und putzen. Na klar. Klar ist Tanja da gut bewandert. Ihr bleibt halt auch nichts anderes übrig. Weil sie ihre Dates immer zu Tode quatscht und sie dann einfach wieder neu beginnen muss. Das ist eine gute Partie. Wenn du eine Idee hast, ich sage dem Universum einfach mal eine Bestellung abgeben. Stückchen Kuchen vom Norma. Und da musst du genau sein. Das Universum, du gehst ja auch nicht zum Lieferando und sagst, ich habe Hunger, bring mir irgendwas. Du sagst dem Lieferando da oben, wie sie sein soll. Tanja von ihrer Art zum Beispiel. Ja? Weil ich das nicht so bin und das steckt dann an. Es muss ja ein bisschen gegensätzlich sein. Gegensätze ziehen sich an und sie hat eine tolle Ausstrahlung. Die ist das gewisse Gewürz, was es besonders macht, das Ganze hier. Weißt du? Also wenn Menderes wirklich eine Bestellung für seine Traumfrau ans Universum abschickt, dann wird es eine ganze Weile dauern. Ja, Leute, das Universum hat noch mit Nadels Wunsch alle Hände voll zu tun. Eine richtige Karriere. Jetzt auch noch Jörg. Alle geben dem Menderes ungefragt Liebestipps. Vielleicht sollten wir den Bewohnern einfach mal ungefragt Karrieretipps geben. Heute tretet ihr paarweise in vorgegebenen Rollenspielen gegeneinander. Tanja und Kati entscheiden sich für den Klassiker. Die Säuferin und die Stripperin. Mama? Ja? Hast du das Geld genommen, was ich gespart habe? Hör auf, mir so einen Scheiß zu unterstellen. Ich habe dafür hart gearbeitet, weil ich nicht so enden will wie du. Du bist die ganze Zeit dumm. Jetzt denkst du enden wie ich? Du sorgst doch nur den ganzen Tag. Und Papa hat uns verlassen wegen dir, weil du jeden Tag trinkst, weil du spielsüchtig bist. Bist du bescheuert? Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht spielsüchtig. Doch, du bist jeden Tag am Trinken. Du kannst froh sein, dass ich da bin. Halt die Klappe! Halt die Klappe! Die Definition von Cringe. Was zur Hölle? Die Säuferin und die Stripperin. Leute, ich dachte, die sollen uns hier was vorspielen. Klingt irgendwie auch wie die Überschriften der letzten beiden Tagebucheinträge von Calvin Kleinen. Tanja macht's eigentlich ganz gut. Also für Köln 0815 reicht's auf jeden Fall. Weißt du, warum ich dieses Geld spare? Ich spare dieses Geld, weil ich nicht so leben will wie du. Ich möchte ein eigenes Haus. Sag mir mal, was bist du für ein Kind? Glaubst du wirklich, ich hab dich erzogen, damit du so einen Dreck machst, der den Tindy zeigst oder was? Ich mach das gerne, mich ausziehen. Ich mach das doch nur für uns.
wenn du aufhörst mit OnlyFans. Aber wie soll mir denn das Geld verdienen? Wie soll ich denn die Miete zahlen? Mir tut es so weh, wenn du dich immer irgendwelchen Leuten zeigst. Die bittere Erkenntnis, Kathi Karrenbauer hat eindeutig nichts bei Promi-BB verloren. Wir sehen hier halt einfach, sie beherrscht ihr Handwerk. Und ganz ehrlich, das ist nicht gern gesehen im Trash-TV. Clever, Kathi braucht endlich mal neues Material für ihr Showreel. Die große Frage ist natürlich, spielen die hier nicht schon die ganze Zeit ein Rollenspiel, das der gescheiterten Existenzen? Ich denke, das ist ja auch irgendwie, wenn ich jetzt keine Augen hätte, dann könnte ich ja, aber ich habe ja auch Augen, so kann ich ja nicht. Es ist komplett dein Recht, wenn du sagst, dass dir Aussehen da auch wichtig ist. Schönheit zieht an und Charakter hält fest, aber das Allerwichtigste ist immer Geld auf dem Konto, was im Herzen ist, und das ist das, was die Person auch wirklich am schönsten macht. Und jetzt guck mal, wo du bist. Ja, jetzt bin ich beim Promi-BB. Ja. Finden schon unseren passenden Topf. Ja, nee, bestimmt. Deckel, sagt man, oder? Oder Wok. Oder was? Oder Wok. Schönheit zieht an und der Charakter hält. Daher tut Jenny bei ihren FaceTime-Chats auch wirklich wochenlang so, als wäre ihr Mikro kaputt. Menderes hat schon mal gesagt, er will sich immer gut verhalten, weil sonst hat er Angst, dass Gott ihn bestraft. Es ist auch so ein bisschen strange, dass er die Abschminktücher seiner Dates als Gott bezeichnet. Was bist du nur für ein Scheißhühner? Was für ein Sorry? Schatz. Willst du mich verarschen? Nein. Wer war die Schlampe? Komm erst mal runter. Was, Melanie? Nein. Es ist diese Scheißdipse von diesen Kackbildern, diese Kackweihnachtsfrei, was die? Ja, es ist Melanie. Ach so? Sind es ihre Titten? Nein. Warum wirfst du alles weg? Ich hab's die ganze Zeit gewusst. Nein. Du bist so ein Scheißlügner. Nein, Schatz, es tut mir leid. Schatz, ganz ehrlich, willst du mich verarschen? Ich pemper die Windel von deiner Mutter und du tust mir das an. Doreen, es ist Indira. Was ist das? Ist das noch Promi Big Brother oder schon Berlin Tag und Nacht? Wobei, nein, ich wusste nicht, dass es schlimmer geht als Berlin Tag und Nacht. Was zur Hölle? Doreen und Jay spielen einfach wirklich so schlecht. Das ZDF überlegt natürlich schon, sie für die kommende Folge Traumschiff einzuladen. Nee, wir sind durch. Hör mir zu, ich wollte das nicht. Du wolltest nicht, dass es passiert. Nein, ich wollte das nicht. Du wolltest nicht. Du wirfst alles weg, du machst alles kaputt. Für was? Hast du die während ich im Krankenhaus lag? Ich hab unser Kind verloren. Hast du die da gepumst? Hast du die da gepumst oder nicht? Ja. Du scheiß Arschloch! Nein, wir... Wirklich? Wir, mach der doch ein Kind. Ich hab doch versucht... Die kleine Süße, wenn du mich noch einmal fässt. Hast du sie gepumpt? Oh, Leute. Ja, Leute, von Promi Big Brother checkt es nicht. Damit Jay richtig gut spielen kann, braucht er Indira. Und falls noch mal jemand fragen sollte, was ist eigentlich der Superlativ von Cringe? Ich glaube, wir haben seit heute die Antwort. Wirklich. Es kommt ja noch mehr. Und so langsam wünsche ich mir das Spiel mit diesem Faden und der Öse zurück. Dafür gibt's keine Entschuldigung. Warum redest du denn nicht mit mir? Warum bist du lieber die... Es tut mir leid. Bitte schmeiß jetzt 20 Jahre nicht weg. Ich möchte dich nicht verlieren. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Also, wie schlecht willst du schauspielen? Und Jay... Ja! Was für uns aber natürlich trotzdem ein bisschen spannend ist, wir können immerhin sehen, dass Jays Schauspielskills seit dem Dschungelcamp auf keinen Fall besser geworden sind. Ich wünsche mir sehr, dass wir deren Fortsetzung irgendwann bei Barbara Salisch sehen, natürlich mit den beiden auch. Das allerletzte Wort, wenn überhaupt, hab ich... Michaela und Jenny performen eine Szene unter Arbeitskollegen. Dass du auf jeden Fall jetzt erstmal die ganzen Recherchen machen musst. Ich war gestern mit Herrn Müller... schön essen und hatte mich eingeladen zu sich nach Hause. Und du weißt schon, was ich meine. Also so eine heiße Nacht. Und da sind wir am Schluss gekommen, dass du die ganze Recherche machen wirst. Das ist doch ganz klar. Ich bin die Teamleiterin. Weil Herr Müller mir gestern gesagt hat, nachdem er diesen richtig fetten Booty gesehen hat, dass ich natürlich viel zu qualifiziert bin für diese ganzen Recherche. Ich bin viel zu gut dafür. Ich meine, guck mich nochmal an, Girl. Womit haben wir das verdient? Wir gehen ja immer positiv an alles ran. Deswegen sollte irgendjemand nochmal behaupten, dass Love Island oder diese anderen Dating-Shows oder auch Promi Big Brother, dass es gefaked ist, geskriptet ist. Dann können wir in Zukunft einfach genau dieses Video hier als Beweis schicken. Nein, bei der schauspielerischen Leistung wären die Formate ja genauso schlecht umgesetzt. Schatzi, im Leben ist immer ein Nehmen und Geben, ja? Und ich habe gestern ganz klar gegeben. Und deswegen werde ich jetzt nehmen, indem ich nichts mache, mein Schatz. Ich bin eine gebildete Frau. Ich habe ein abgeschlossenes Studium. Spannend, denn Michaela und Jennifer wagen sich an was komplett Neues ran. Sie spielen, also würden sie einer echten Arbeit nachgehen. Deswegen setzen sie es leider auch am schlechtesten um. Hey Mann,
Wo ist er denn schon wieder? Ich hoffe in der Rocky. Dieser Rocky, mein Sohn Rocky. Ich weiß genau, du wirst Weltmeister im Schwergewicht. Love never feels so good. Oh. Er singt da schon wieder. Er singt eigentlich gar nicht schlecht. Sekunde. Rainer, hast du nie DSDS geguckt? Okay. Komm her jetzt. Ich hab gekocht für dich. Schau mal. Mann, ich mag diesen Fitnesskram nicht. Bitte, ich kann doch der singende Boxer werden. Ich danke dir. Und so kann ich deinen Traum erfüllen und du erfüllst meinen Traum. Ich hab mich ehrlich gesagt ganz kurz erschrocken, als Rainer sagte, ich habe einen Sandsack aufgehängt. Dachte ich für einen kurzen Moment, Valentina ist wieder zurück. Ein Boxer, der eigentlich Sänger werden möchte, diesen Traum aber vor seinem Vater verstecken muss. Disney macht dann einfach schon mal eine Klage wegen Diebstahl von High School Musical bereit. Ab jetzt ist es nicht mehr gespielt, weil man könnte es fast glauben, so cringe wie das ist. Also ihr könnt über alles reden, ich habe keine Lust mehr. Hätte, wäre, wenn und wer wen hier nominiert, I don't give a shit. Ich dachte mal so ganz ehrlich, so wenn ich jemanden wählen würde, wärst du so die Letzte, die ich rauswählen würde. Und du hast wegen mir geweint und warst so, oh, sie ist meine Person, ich liebe sie, meine Bezugsperson. Und jetzt auf einmal, ja, sorry, hier ist die Nominierung, ich muss es so machen. War ich so, wow, okay, alles klar. Aber ich weiß jetzt, wie nah ich dir stehe zwischen den anderen. Das weiß ich halt einfach. Heul doch noch eine Runde. Sie hat mein Herz rausgerissen, das dann noch in einen Mixer gesteckt, Deckel zu und dann auf On gedrückt, brrr, wo ich mir so dachte, wow. Tanja sagt, Doreen habe ihr Herz rausgerissen und in einen Mixer geworfen, ist meine Ansage. Tanja dachte, bis sie eben diese Nominierungskarte erhalten hat, dass ihr das nur bei Tinder-Dates passieren kann. Wie heißt es so schön? Find someone who loves you like Tanja loves to be in dem Mittelpunkt des Universums. Buddha bei die Fische. Und du hättest diese Scheißkarte in der Hand gehabt. Mhm. Und du hättest die allen von uns geben müssen. Mhm. Ja, wer ich gewesen oder wer Jace gewesen hätte, ich weiß nicht, ob ich dann auch zu dir gesagt hätte, Arjen, weiß ich ja jetzt Bescheid. Ich habe mir die Situation nicht ausgesucht. Natürlich macht das auch was mit mir. Ich bin einfach so emotional. Mir geht's ja nicht anders und mir tut's auch leid. Du wärst die Letzte, die ich gewählt hätte. Wenn ich jemand liebe, dann liebe ich die Person, dann nominiere ich sie nicht. Ich liebe dich wirklich. Tanjas Augen sind beim Weinen einfach trockener als Claudia Oberts Lieblingssekt. Es ist wirklich unfassbar. Wollen wir sie mal in Schutz nehmen? Vielleicht kann sie auch einfach nicht weinen, weil ihr Lippenarzt beim Liften gepfuscht hat. Wenn die hier alle einen Funken Verstand haben, dann schauen sie, dass Tanja rausgeht. Und wenn die Redaktion einen Funken Verstand hat, hält sie die anderen davon ab. Hätte mich jemand anders nominiert, wäre mir das egal. Ich weiß gar nicht. Und deswegen tut mir das ja noch mehr weh. Weil ich immer dachte, dass du mich lieb hast. Hab ich auch. Ja, aber anscheinend nicht lieb genug. Nein, nicht. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Ich bin gerade echt froh, dass du Raucherin bist. Weil es fällt mir doch trotzdem schwer, mich jetzt zu öffnen. Ich kann auch jetzt nicht mal ran. Ich kann ja nicht auf Friede, Freude, Eierkuchen machen. Nicht alles Friede, Freude, Pfannkuchen hier. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Tanja da jetzt so einen Riegel vorschiebt. Tanja ist ein Traum, sagt Menderes, ne? Richtig, ein Traum eines jeden Visagisten. Er muss nämlich bei ihr nie darauf achten, wasserfestes Make-up zu nutzen, weil eh keine Tränen fließen. Leute, das ist auch ein bisschen unfair. Jetzt macht doch Doreen mal kein schlechtes Gewissen. Sie hat doch wirklich immer allen geholfen, vor allem beim Auszug, ne? Weil auch Valentina unter anderem wegen ihr schon gehen musste. Ich bin dir nicht böse, wenn du mich wählst. Auch nicht, wenn du mich nominierst. Weil wir werden alle in die Situation kommen. Du warst auch recht verbittert, als bei der ersten Team-Challenge ich dich nicht in mein Team gewählt habe. Aber aus einem ganz anderen Grund. Das mir gegenüber offenbart. Mir dann zu sagen, hey, wenn du mich bei einer Nominierung wählst, was ich für viel gravierender und schwerwiegender halte, dann... Hast du mich immer missverstanden? Fällt mir das schwer zu glauben, um ehrlich zu sein. Ich fand es ganz komisch, dass du mich nicht angesehen hast. Das habe ich gesagt. Okay, was ist hier los? Die Stimmung kippt. Und irgendwie brennt die Hütte. Einen härteren Brand hat tatsächlich nur Sam Dillon täglich mehrfach. Kathi Karrenbauers Stimmbänder gibt's übrigens im Baumarkt mit der Körnung 180er. Damit suggerierst du, dass ich dich bewusst nicht angeguckt habe. Das hatte ich das Gefühl. Ja, das, ist ja, das hatte ich das Gefühl. Das ist Blödsinn, Kathi. Das ist so eine Enttäuschung, die dann auch in so eine Wut umschlägt. Ich hatte das Gefühl, du kannst mir nicht in die Augen gucken. Naja, aber damit sagst du mir aus, dass ich ein Schatten eines Mannes bin und nicht in der Lage bin, dir in die Augen zu gucken. Aber es war so in der Situation. Aber Kathi, Blödsinn. Wir wussten vorher, dass wir in solche Situationen kommen werden. Warte mal ab, dann nominiere ich dich eben auch. Kannst ja mal nachführen, wie das ist. Enttäuschung, die in Wut umschlägt. Ganz genau so geht's mir auch, wenn ich mir auf dem Weihnachtsmarkt die Preise für Glühwein in diesem Jahr anschaue. Wir halten fest, die Stimmung ist im Keller. Genauso wie die Preise der Abendfummel der Bachelor-Kandidatinnen. Geht im Januar auch wieder los. Zieht den Weihnachtsfummel an und heizt euren Mitbewohnern ein. Lieber Weihnachtsmann, war dieses Jahr echt brav. Mich würde ja mal interessieren, was ich jetzt machen darf. Es war ein, also eine
heiße Abkühlung, wie sagt man so, heiße Abkühlung oder eine heiße Ablenkung. Hast du auch mal die Route aus dem Ganzen? Also meins war es nicht. Hallo lieber Weihnachtsmann, jetzt du mit mir heim. Also ich würde die Tür nicht zuschlagen, wenn Jay so vor meiner Tür stehen würde. Heute bleibt uns aber auch nichts erspart. Michaela singt auch noch. Für Michaelas Performance nimmt der Rainer sogar auch mal kurz die Brille ab. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das jetzt wieder aus meinem Kopf löschen kann. Ich weiß nur eines. Ich wünsche mir vom Weihnachtsmann dieses Blitzdings von Man in Black. Rainer guckt Michaelas Auftritt so fasziniert an, wie Sams Freunde geguckt haben, als sie erfahren haben, dass sie bei Promi Big Brother Sendezeit bekommen. War euer respektloser Umgang mit Big Brother? Euer stetes Reinsprechen, wenn ich rede, und diverse Regelverstöße sind mir nicht entgangen. Big Brother hat sich entschieden, dass ihr zur Strafe... Die Jeremy-Doku in voller Länge angucken müsst und das ohne Pause-Taste, egal wie unangenehm es wird. Diese wirklich tolle Essenslieferung verzichtet werdet. Gute Nacht, Big Brother. Wer nicht hören will, der muss fühlen. Ich bin natürlich super leid für die Garagenbewohner. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Schadenfreude. Wir haben doch darauf geachtet jetzt. Wir haben immer darauf geachtet. Also das finde ich jetzt unfair. Das ist echt hart. Ich bin der Meinung, wir haben es nicht verdient. Sie bekommen kein Essen, heißt, Jeremys Besuch war genauso überflüssig wie die deutsche Nationalmannschaft in Katar. Vielleicht wollte Big Brother auch einfach nur vertuschen, dass die Eier aus dem Einkauf gefehlt haben, weil er diejenigen, die sich dieses Fadenspiel hier überlegt haben, genau mit dem beworfen hat. Auch, dass natürlich die Kräfte immer mehr nachlassen nach 2 Wochen. Ich kriege auch schon Sprachfehler hier. Da müssen wir jetzt durch. Die Garage büßt für alle. Guten Appetit im Loft. Sagt sie und isst ihr Brot. Sehr gut. Endlich. Ey, ich finde die Bestrafung aufgrund der vielen Regelverstöße richtig und auch gut. Was ich dann aber nicht verstehe, warum nicht wir Zuschauer auch bestraft werden. Zum Beispiel bei dieser Schauspielnummer von heute. Oder quatscht ihr da nicht auch pausenlos dazwischen, wenn Big Brother spricht oder lacht sogar? Ob ich jetzt die richtige Entscheidung getroffen habe? I don't know. Wir sind hier im Promi Big Brother Haus. Das ist ein Wettbewerb. So langsam, aber sicher fallen die Masken. Meinst du? Ja. In meinen Augen bleibt sich bis jetzt tatsächlich die Jenny treu. Was ist das? Sie muss nicht immer im Mittelpunkt stehen. Also ich glaube, sie ist einfach ein guter Mensch. Die Masken fallen. Endlich ist auch dieser Satz gefallen. Den brauchen wir. Und ja, das passiert natürlich, wenn man über eine Woche nicht mehr beim Schönheitsdoc war. Oh Gott, was ist los? Michaela scheint offenbar eine schlechte Nachricht erhalten zu haben. Das Outfit trägt sie sonst nur zur Beerdigung und am Volkstrauertag. Doreen kenne ich ja auch außerhalb der Kameras und kann ganz klar sagen, dass sie hier drin so unangenehm ist, wie sie auch draußen ist. Bin auch sehr überrascht von Sam. Sam haut auch Dinger raus, noch ohne zu überlegen, aber genau das finde ich auch manchmal cool. Die Fassade bröckelt meiner Meinung nach auf jeden Fall, ja, bei Tanja. Spruchauflage, immer alles toll, happy, schön. Und jetzt sieht man irgendwie mal eine andere Seite von ihr. Und dann fragt man sich natürlich auch, okay, was ist dann eigentlich jetzt noch echt? Ist übrigens auch eine der ersten Fragen, die Typen Tanja stellen, wenn sie sich auf Tinder gematcht haben. Ach guck mal, hat Michaela die Tanja etwa durchschaut? Und für alle, die vielleicht neu hier im Trash-Business sind und diese Dramatik nicht nachvollziehen können. Das ist wie ein Gegenturm Fußball oder so, als würde DM die Fake-Lashes dauerhaft verteuern. Geht's noch? Ich bin trotzdem enttäuscht von Doreen, bin ich ganz ehrlich. Es ist, wie es ist. Ich sag, was es ist. Für mich ist die Freundschaft, das ist wie so ein Kartenhaus und sie hat eine Karte aus dem Haus rausgezogen. Entweder stehst du zu mir oder du stehst nicht zu mir. Ja, das ist meine Meinung. Punkt aus Ende. Jetzt, wo ich weiß, der Drops ist gelutscht, bin ich ganz ehrlich, würde ich sie wahrscheinlich auch zurückwählen. Was sind das für Spielchen? Sorry. Also ganz ehrlich. Ich bin ja ein sehr großer Fan von Payback-Bitches. Redest aber über Rache. Und ich bitte dich, eine Nacht drüber zu schlafen. Nichtsdestotrotz bin ich trotzdem enttäuscht. Ja, du bist enttäuscht. Payback, das klingt irgendwie wie so ein krasser Punktesammler. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, aber ist das hier gerade noch diese Schauspielerei? Oder übertreibt Tanja ganz dezent? Tanja ist jetzt auf Rache aus. Mal gucken, wie viele Fake-Tinder-Profile sie für die Tanja erstellt. Auf zur Challenge. Tanja ist ja eben nominiert, das heißt, sie bleibt zurück und hat jetzt genügend Zeit, Doreens Koffer zu packen. Beim Spiel geht es darum, wer die meisten Körbe bekommt. Menderes hat also wirklich einen super Vorteil. 3, 2, 1, 0. Dann lasst uns die Bälle zählen. Oder wie es auch heißt, Anwesenheitskontrolle in Michaela Schäfers Webcam-Studio. Sieg für Team Weiß. Schützen wir Menderes und Jenny? Ja, bin ich dafür. Ja. Das Team aus dem Loft hat jetzt also entschieden, wer nominiert wird.
Die beiden und Tanja können jetzt darum spielen, ihre Nominierung wieder loszuwerden. Die müssen hier so viel trinken, dass am Ende ein halber Liter übrig bleibt. Ganz kurz zur Erklärung, ein Spucknapf, falls ihr euch verschluckt, könnt ihr da rein. Nochmal was? Das ist ein Spucknapf, falls ihr euch verschluckt, könnt ihr da rein. Alles gut, haben wir auch, Schlucken, spucken, schlucken, spucken. Das ist übrigens auch der Tipp, den alle bekommen, die ins Reality-TV wollen. Die Redaktion hat es sich auch überlegt, Sektflaschen hinzustellen, aber sie hatten Bedenken, dass keiner mehr die Flaschen absetzen wird. Das ist jetzt natürlich für unsere Prominenten eine tolle Erfahrung, das auch mal so herum zu erleben. Normalerweise findet das Spucken ja immer vor den Bühnen statt, auf denen sie auftreten. So, wer hat gewonnen? Tanja, das sind exakt 600 Milliliter. Das ist Rainer. 450 Milliliter. Ja. Sams Flasche, 280 Milliliter zu viel. Oder wie es bei Michaela Schäfer heißt, beim Chirurgen das Vorteilsangebot für treue Kunden genutzt. Sam hat zu wenig getrunken und damit eine Chance vertan. Das kenne ich gut. Wenn ich zu wenig getrunken habe und bei Big Brother dann so ein Schauspiel kommt, dann bereue ich das auch sehr. Tanja oder Sam, einer von beiden wird gehen. Jetzt gehen wir aber erstmal ganz kurz in den Penny. Wie schaut das aus? Kann man auch eine einzelne Zitrone kaufen? Wäre das möglich, dass ich das scannen kann? Nur eine benötigen wir. Da gibt es nur ein Netz. Nur eine einzige Zitrone wird gewünscht. Menderes scheint Doreen also inzwischen doch irgendwie zu vermissen. Verabschiede dich jetzt von deinen Mitbewohnern, denn du musst gehen. Tanja, verlasse jetzt und sofort das Haus. Und damit ist Doreen jetzt nicht mehr nur von Typen auf Tinder geblockt, sondern auch von Tanja. Man hat auch gesehen, dass Menderes, glaube ich, sein Herz an dich verloren hat. Er sieht mich mehr so als, ich weiß auch nicht. Als große Schwester, mit der er vielleicht gerne auch eine Freundschaft plus hätte. Ich wusste gar nicht, dass Jochen aus dem Saarland kommt. Und meine lieben Freunde hier aus dem Saarland, bevor er was schreibt, ich weiß, ihr versteht das. Auf gar keinen Fall. Tanja ist also raus und damit ist auch die letzte Liebesgeschichte hier im Haus vorbei. Also nicht die zwischen Menderes und Tanja, sondern die zwischen Menderes und Tanjas Haaren. Wir sind so kurz vorm Finale, das dürft ihr alles nicht verpassen, aber mit Glocke deswegen direkt schon mal da lassen. Und ich freue mich sehr über einen Daumen nach oben. Ey, Tanja wurde hier auch kontrovers diskutiert. Ist es jetzt gut, dass sie raus ist? Was sagt ihr? Freue mich sehr auf eure Kommentare. Die ganze Folge mit dem unfassbaren Schauspiel gibt es natürlich auf Join und auch auf sat1.de. Link ist in der Beschreibung. Jeremy ist zurückgekommen. Sein Auftritt und seine Rede wird definitiv in die Trash-TV-Geschichte eingehen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, klickt unbedingt rein. So, 22:15 Uhr, Promi Big Brother und wir sehen uns gleich hier.